Kaffee mit dem Coach wird Ihnen präsentiert von Backparadies Hook. Hallo liebe Football-Freunde, hallo liebe Fans der Weinheim Longhorns. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kaffee mit dem Coach. Mit mir, der Lena. Heute to go, nämlich hier im Stadion, im Sepp-Herberger Stadion. Bei mir ist der Head Coach der Weinheim Longhorns, Sven. Und für ihn habe ich die erste Frage vorbereitet, nämlich Sven, du warst nach dem letzten Spiel, als wir miteinander gesprochen haben, das war in Holzgerling, da warst du nicht so begeistert, sahst du nicht begeistert aus. Was war denn los? Ja, was war denn los? Erstens, wir haben verloren. Da bin ich nie so begeistert. Zweitens haben wir uns durch die Offiziellen so ein bisschen, oder ich habe mich durch die Offiziellen so ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen. Das hat mich geärgert. Klar, Ergebnis war nicht gut gegen ein Team, das mit uns im Moment im Tabellenkeller steht. Von daher, ja, war das nicht so die Glanzstunde, die wir bisher hatten. Für Außenstehende mag es jetzt so wirken, als würden immer noch die gleichen Leute bei uns auf dem Platz stehen. Wie siehst du das? Woran liegt es denn aktuell? Ja, es liegt daran, dass wir einen Umbruch haben. Das hatten wir ja schon Anfang der Saison angesprochen. Wir haben einen Umbruch, wir haben eine relativ junge Mannschaft, wir haben einen anderen Quarterback. Unser Topscorer vom letzten Jahr, Yannick, ist jetzt in Stuttgart, spielt für die Scorpions. Ja, wir haben ganz viele neue Coaches. Das muss alles erst zusammenwachsen. Und das schaffen wir scheinbar aktuell im Moment noch nicht. Und unter anderem daran liegt es. Das nächste Spiel jetzt am kommenden Sonntag wird in Pforzheim ausgetragen gegen die Pforzheim Wild Dogs. Die haben uns letztes Jahr ja die Meisterschaft gekostet. Die haben uns ja richtig in die Mangel genommen letztes Jahr. Ja, jetzt sieht es ja nicht so aus. Jetzt haben sie nicht mehr aktuell ihre Kondition und Leistung wie letztes Jahr. Kannst du dazu was sagen? Ja gut, ich sag mal, in die Mangel genommen haben sie uns nicht. Es waren relativ enge Spiele, die wir hatten. Ich sag mal, in Pforzheim hätte Fahrradkette. Eine Minute vor Schluss, wenn wir das Field Goal reinmachen, dann gehen wir in Führung und dann gewinnen wir die Liga und gehen in die Relegation. So war es halt nicht so. Sie haben es geblockt und sind dadurch in die Relegation gekommen. War ein enger Kampf. Dieses Jahr sind die Vorzeichen ein bisschen umgekehrt. Wir sind beide im Tabellenkeller. Beide haben noch kein Spiel gewonnen. Pforzheim hat jetzt auch mit Spielerstrafen bzw. mit einer Headcoach-Strafe zu kämpfen. Also der Headcoach wurde gesperrt im letzten Spiel. Ich weiß nicht, ich glaube 3 Spiele. Von daher, bei denen liegen auch die Nerven blank. Und da muss man mal gucken. Wir müssen auch mal gucken. Wir haben im Moment einen Haufen Verletzte, was keine Entschuldigung ist, weil das hat jedes Team. Aber so eine Verletztenliste habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Dann müssen wir mal gucken, wer auf welcher Position aushelfen kann. Wir haben einen Spieler, der gesperrt wurde vom Holzgerling-Spiel. Da müssen wir auch mal gucken. Also er ist ein Spiel gesperrt, der muss jetzt gegen Pforzheim aussetzen. Müssen wir auch mal gucken, wie wir den ersetzen. Also wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Es werden viele Emotionen dabei sein. Es geht darum, den ersten Sieg einzufahren für Pforzheim und für uns. Ich sehe es jetzt mal ein kleines bisschen als Nachteil an, dass wir in Pforzheim spielen. Die haben eigentlich immer ein volles Stadion, da geht es richtig ab. Die machen da einen richtig guten Job und das wird ein hartes Stück Arbeit. Sven, ich danke dir für dieses Interview und ich danke euch fürs Zuschauen.